Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Daily hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe mir einen Lilifee-Tee gemacht. Ja. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Es ist schon dunkel draußen, ich musste mir jetzt Licht anmachen. Ich habe heute einen kleinen Action-Rundgang und einen kleinen Action-Haul für euch. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal ganz kurz den Rundgang an und dann erzähle ich euch, was ich wie und warum gekauft habe. Bis später! So, okay, sind wir wieder zurück und wieder habe ich mit so begonnen, wollte ich nicht. Ja, ich habe hier ein Beutelchen voll mit den Sachen und wir fangen an. Ich habe mir so eine Aufbewahrungsdosen gekauft, 4 Stück. Einmal für Femo, das sind 12,5 Liter, ne? Einmal für mein Material, dann habe ich hier eine kleine. Eine kleine davon. Das ist für meine Fimo Ausstechförmchen. Die sollen da rein. Dann habe ich alles, was fürs Harz ist, noch eine Dose. Also fürs Kids Harz soll da in die Dose. Und dann habe ich noch eine Kleinkramdose, wo alle so Materialien, die ich ja so wie Häkelnadeln oder sowas, die ich dann zum Modulieren erst später brauche, um Projekte daraus zu machen oder Produkte, die kommen dann in die Kiste. Und dann habe ich mir, weil mir immer beim Sortieren noch auffällt, dass eine Kiste fehlt, noch eine vierte mitgenommen. Auf jeden Fall kommt da auch noch was rein, aber erstmal die 3 Kisten. Zum Sortieren. 4, ne? Mit der Kleinen. Genau. 5. Ihr könnt bestimmt besser zählen als ich. 5. Okay. So, dann gucken wir mal, was ich in dem Beutel habe. Ich habe mir eine LED-Leiste geholt. Ja, sie hatten da jetzt mehrere zur Auswahl, ich weiß nicht. Die meisten waren alle 5 Meter lang.
Und ich wollte eine mit Stecker haben. Ja, jetzt habe ich eine. Die wird unten an der Werkstatt, ich habe ja die Arbeitsfläche, die kennt ihr ja. Und da unten lang wird die LED-Leiste jetzt lang geführt, damit ich da unten nochmal Licht habe. Und das Licht, was eigentlich jetzt zurzeit nach unten leuchtet, dass das nach oben leuchten kann. Spätestens in den Wintermonaten brauche ich das Licht eh oben. Und so habe ich das jetzt auch unten. Und man muss es ja nicht anmachen, wenn man es nicht braucht. Und das war jetzt meine Idee, dass ich da diese LED-Leuchte hinmache, damit ich jetzt unten Licht habe und das Licht für oben auch wirklich für oben verwenden kann. Genau. Ja. Ansonsten, ich habe keine Ahnung davon. Ich kann da euch nichts zu erzählen. Ich habe Putzschwämmchen mitgenommen. Neue Reinigungsschwämmchen sind halt. Kann man den rausholen schon? Oder? Ne, die sind aneinander festgemacht. Ja. Die haben eine Easy Clean und eine graue Seite, ne? Zum Putzen. Mal ausprobieren, ob sie mir gefallen. Keine Ahnung, wie teuer die jetzt waren. Ich habe bestimmt irgendwo einen Kassenzettel gehabt. So, dann brauche ich fürs Fimo Babypuder für die Ausstechförmchen, damit das besser funktioniert. Ja, da braucht man wahrscheinlich, ich brauche nie wieder Babypuder kaufen, weil man braucht ja immer bloß ein bisschen davon. Ich hatte auch gedacht, sie haben vielleicht eine kleine Packung da, aber sie hatten keine kleine Packung da. Ja, keine Ahnung. Babypuder, ne? Wir sehen. Wir werden sehen. Das wird umgefüllt, weil das muss in dieses Glas, was ich euch in dem Teddy Hall mal gezeigt habe. Ja. Dann habe ich mir hier so eine Duftkissen nochmal mitgenommen. Die kann man sich aufhängen und dann duftet das schön. Die tue ich meistens so in meine Wollkisten mal mit rein oder in irgendwelche anderen Kisten, damit sich das eben, oder ein Kleiderschrank kann man die auch hängen. Ich glaube, die sind generell eigentlich für einen Kleiderschrank gedacht. Genau, so kleine Duftdinger. Kann man auch selber machen, Lavendelsäckchen, ich weiß. So, und dann habt ihr gesehen im Video, ich habe ganz viel Fimo gekauft. Also Polymer Clay, nicht Fimo. Fimo ist ja die Marke. Und ja, ich habe zweimal, also warte, da sind immer drin. Wie viel Gramm sind denn da drin? Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall zweimal die Farbe. Und ich glaube, das waren auch alle Farben, die ich gesehen hatte. Ich hatte jetzt von allen Farben mal was mitgenommen. Timmy, könntest du bitte? Du stehst im Licht. Bitte einen Schritt weiter gehen, danke. Dann zweimal die Farbe. Weiter. Zweimal die Farben. Die hatte ich letztes Mal nicht mitgebracht. Das sind zweimal die Farben. Und zweimal die Farben. Ja. Und dann hatte ich diesmal noch entdeckt, sie haben auch eine große Packung davon da. Hier steht 18x20 Gramm. Hier steht es drauf, aber warum steht es denn? Habe ich es da nicht gelesen oder? Nein, es steht da nicht drauf. Ja. Okay. Also hier steht es drauf auf der Packung und die Packung hatte ich vorher nicht so wahrgenommen. Ich dachte, das ist Kinderknete, aber es ist auch dieser Back. Die Backknete ist ja auch dasselbe, 120 Grad für 10 bis 15 Minuten und in diesen schönen ganzen Farben. Ja,
fand ich cool. Und sind noch mal andere Farben als da mit dabei waren. Werde ich ausprobieren, ob ich die gut finde oder nicht. Und ja, dann gibt es bloß noch die Deckel auf 4 Stück, damit man das auf die Dose machen kann. Die sind jetzt qualitativ nicht so geil wie die von IKEA, aber ich sag mal, das, was sie machen sollen, machen sie bestimmt auch, nämlich ein bisschen Ordnung in meinem Leben haben. Ja. Und ihr seht, guckt mal, die Knete passt rein. Und auch die Dose, die kleine hier, für die Ausstechförmchen, die passt auch rein. Ja, habt ihr nichts gesehen, ne? Da. Ja. Okay, also soweit das ist schon mal alles drin. Und das Puder gehört da auch noch mit rein. Achso, ich habe hier noch was liegen. Ich habe so kleine Holzblumen mitgenommen. Das sind 36 Stück. Und die sind so in Kirschblütenoptik. Die fand ich ganz niedlich. So 3 verschiedene Farben. Und ich will mal gucken, ob ich die auch zum Eingießen im Harz benutzen kann. Oder ja, ich schau mal. Die fand ich halt so süß und weil es Kirschblüten waren, habe ich gedacht, die müssten mal mit. Okay, die können in die Harzabteilung. So, das war's schon. Ich kann immer nicht mit so großen Holz glänzen, aber ich glaube, das reicht auch. War viel und genug. Jo, ich weiß nicht. Wie kann ich jetzt die Kamera so ein bisschen runterstellen oder ob ich das so lasse und wir gucken mal, was ich schon so angesammelt habe an Fimo-Krams und sortieren das. Weil die Katze frisst hier nämlich immer irgendwas. Also ich würde sagen, wir sortieren das jetzt so, damit die Katze hier nichts mehr fressen kann. Also das ist mein Tütchen, was ich jetzt schon mittlerweile angesammelt habe, wo alles für Fimo und das Harzgießen drin ist und keine Ahnung. Hier haben wir auch was, das gehört jetzt auch in die Harzabteilung. Ja, was wir damit machen, das weiß ich jetzt nicht. Ich tue sie erstmal damit rein. So, genau, die Kirschen hatten wir da, die Kirschblüten kommen damit rein. So, dann habe ich hier ein Beutelchen von der lieben Sonja. Da hatte ich jetzt erstmal die Harzfarben einsortiert, womit man das Harz, das Resin einfließen kann. Ja, und ich glaube, ich lasse das auch erstmal hier noch so ein bisschen, jedenfalls die noch lose sind, erstmal drin. Ja, da war so Glitzerkrams noch mit dabei, was man eingießen kann. Und hier Accessoires. Ja, das lasse ich da alles noch in dem Beutelchen. Das stört ja jetzt dann nicht. So, dann fangen wir mal an. Dann haben wir hier als erstes ein Tütchen, was angekommen ist. Mit meinen Förmchen. Also so eine Förmchen kriegt ihr überall, wo ihr Fimo und Co. bestellen könnt. Und da gibt es so Mini-Förmchen. Die gibt es, glaube ich, auch als Backförmchen und sowas. Und das hier wäre Förmchen. Habt ihr was gesehen? Förmchen Nummer 1. Ein Monstera Blatt, genau. Und ich will die ja für meine Maschenmatzierer verwenden. Ich nehme das jetzt mal als Müllbeutel. Und dann werden wir Bommel, danke, Bommel, aus! Aus! Bist du irgendwie nicht mehr ganz sauber? Geh! Der hat in die Form gebissen, der wollte mit der Form wegrennen. So, dann haben wir hier eine Katze. Ich hoffe, ja, ihr müsstet die erkennen. Die war zweimal drin, die Form. Ich zeig's euch einmal so und einmal so. Ich glaube, die werden mit 3D-Druckern gemacht. Ich habe mir dazu auch schon Videos angeguckt.
Und ich glaube, wenn ihr einen 3D-Drucker habt, dann kann man sich die Anleitung für diese Förmchen auch irgendwo runterladen, kaufen und sowas. Keine Ahnung. Ich habe mir dazu jetzt ganz viele Videos angeguckt. So, jetzt gibt es Häschen. Zwei Stück. Das Knistern geht weiter. Dann gibt es hier zwei so eine Kreise, davon sind zwei Stück drin, das sollen halt die Flächen, wenn du Ohrringe daraus machst, sollen das diese sein, wo du die Stecker dran klebst. Davon waren zwei Stück jetzt in die Packung und eigentlich sind es zweimal diese Katzen. Finde ich ultra süß, ne? Ja, und daraus, ich will ja hauptsächlich Maschenmarkierer machen, ich will die ja jetzt selber machen. Achtung, nächste Geknisterung. Die nächste Katze. Und dann gibt es schöne bunte Fimo. Und die nächste, die liebe ich. Ich hoffe, die wird gut. Ich hoffe. Und man kann damit auch Ohrringe machen und. Ganz viele schicke Sachen. Und die ist so schön. Guck mal. Ein Wiesentatzenpopöchen. Ja. Also Ohrringe kann man daraus zum Beispiel auch machen. Diese Katze. Achso, und dann gibt es noch die sitzende Mieze-Tatze im Doppelpack, wo der Schwanz unten ist. Jawohl. Das waren jetzt aber nicht alle. Ich hatte noch ein paar mehr bestellt. Ich will ja ein paar Maschenmarkierer als Auswahl haben. So, hier kommt nachher mein Puder rein, was ich euch gezeigt habe, das Babypuder. Weg, wir fressen kein Plaster. Du gehst mir ein bisschen auf der Eier heute. Was ist denn mit dir? Die Aufmerksamkeit von Patty. Dann habe ich einen Haufen Häkelnadeln. Die kommen in das Fach, was ich meinte, das Materialfach. Die Materialien. Da auch noch mehr Häkelnadeln, ne? Metallhäkelnadeln. Das sind so meine Dinger zum Üben. Ich möchte nämlich, wenn ich ein bisschen mehr Übung habe, auf Tulipnadeln umsteigen, aber zum Üben nehme ich die. zum Ausrollen von Fimo habe ich ja hier so einen Bubble-Tee-Strohhalm. Zweckentfremdet. Ja. Angefangenes Fimo. Dann habe ich hier Taschentücher drin zum Saubermachen. Keine Ahnung. Für irgendwas. Ich packe eine Packung da rein, eine Packung da rein. Dann kam mir jetzt hier noch eine Figur entgegengefallen. Und das ist das Love. Ich habe auch gesehen, dass es ganz viele, hier ist ein Wattepad zum Saubermachen, ganz viele Keks-Ausstechformen, ganz schicke gibt. Aber die sind ja dann eben für Kekse, ne? Und die sind zu groß. Die kannst du auch verwenden, aber dann hast du so übelst große Fimo-Figuren. Und daraus kannst du ja keine Maschenmarkierer machen. Dann haben wir hier nochmal unsere Häkelnadeln, drei Stück. So, jetzt kommt wieder was zum Auspacken. Ich hätte mir eine Schere mal mit hernehmen sollen. So, nämlich aus dem Teddy die zwei Pinsel, die ich für das Fimo später brauche. Jetzt haben wir es doch eng hier drin. Ich muss das ein bisschen anders organisieren hier drin.
Dann fürs Fimo dieses Bastelmesser. Das habe ich jetzt komischerweise beim Action nicht gesehen oder ich habe nicht drauf geachtet. Ich weiß es nicht, war auch schon wieder ziemlich voll. Ich sollte mir vielleicht angewöhnen, da nicht unbedingt nachmittags mal hinzugehen. Kannst du bitte weiterziehen? Gehst du bitte weiter? Gehst du bitte weiter? Hier gibt es nichts zu sehen. Gehst du bitte. Ja. Desinfektion, auch zum Saubermachen. Kommt jetzt auch nochmal mit da rein. Mein Mann sein Cuttermesser. Vielleicht sollte ich das jetzt wieder in seine Werkzeugkiste packen, später. Ja, mal gucken. Weil ich habe ja jetzt ein eigenes Messer. Dann die Bohrer, um in diesen Fimo-Figürchen, wenn sie hart sind, also gebacken sind, Löcher reinzukriegen. Mal gucken, wie ich das am besten gestalte, ohne dass mir das alles immer ständig kaputt geht. Mal schauen. Leer. Achso, hier ist was. Fürs Gießen mit Harz, ne? Das hatte ich euch schon gezeigt. Das sind so kleine Herzchen, eigentlich für Schokolade vom Teddy. Ja, die kommen da matt raus aus der Form. Und das werde ich mal testen. Wie mir die in matt gefallen oder entweder, dann muss man sie lackieren oder wir gucken mal. Auf jeden Fall, das kommt dahin. Dann habe ich hier Dotting Tools. Jeder Nageldesigner kennt sie. Ich habe sie auch im Studio bestimmt 30 Mal gehabt und auch 30 Mal kaputt gemacht. Also gibt es jetzt für Fimo neue. Und ihr habt gesehen, diese Tools da oben sind unterschiedlich und da unten auch. Ja, die sind halt ultra gut zum Malen, auf Fingernägeln oder eben zum Modellieren. Ja. Ja, keine Ahnung. Ach so, geht doch so. Dann hatte ich ja hier diese kleinen Silikonförmchen, die ich mal nehmen wollte, ob ich damit auch Harz angießen kann, also Harz anmischen kann oder ob das hier unten zu wackel, also zu viel Krams ist. Das werde ich sehen, aber eigentlich sind die voll gut, weil du kannst sie so ein bisschen formen und beim Gießen so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen feiner das machen. Darfst du natürlich dann auch nicht randvoll machen, sondern immer bloß ein bisschen anrühren. Ich wollte es mal testen. Ja. Und das Gute ist, dadurch, dass das Silikon ist, kannst du, wenn das Harz gehärtet ist, es auch wieder sauber machen und es jederzeit wieder verwenden. Okay, er hat mir was geklaut. Er ist eine Doofbacke. Hör auf damit. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich das in Kisten haben möchte zum Verschließen. Diese Katze, ey. Geh weg. So, dann hier dieser. Kannst du bitte mal. Wir fressen kein Plaster. Diese kleinen Acrylblöcke. Die sind ja eigentlich zum Stempeln gedacht. Jedenfalls steht das da drauf. Aber ich möchte die große Platte zum Modellieren haben. Wahrscheinlich die kleine kannst du auch zum Modellieren nehmen. Aber ich würde die große haben. Seht ihr das? Wie ihr seht, seht ihr nichts. Das so ein bisschen konntet ihr ja ahnen, wo sie ist. Und die gehört auch mit in die Fimo-Abteilung. Ja, irgendwo wo Platz ist. So. Wir fressen kein Plaster, habe ich jetzt schon dreimal gesagt. Eine kleine Bastelzange. Ja.
keine Ahnung, ihr Bastler unter euch, muss das so? Muss die so viel Abstand haben? Wie wird's denn damit was festhalten? Guck mal. Mega Abstand, ne? Na gut, keine Ahnung. Kommt erstmal in die Werkzeugkiste. So. Gut, Tütchen leer. Ihr seht, ich habe noch ganz viel Platz. Es sind auch noch ein paar unterwegs. Wie gesagt, damit ich ein bisschen verschiedene Sorten Auswahl habe für die Maschenmarkierung. Ja. Dose zu. Und dann rein. Das Puder rein. So, dann ist die Dose auch schon voll. Also viel mehr darf da jetzt nicht mehr dazu kommen. Gut, das Ding ist, diese Puderdose ist ja da nicht ewig drin, die fülle ich ja um. Und dann mal gucken. Meine Gießkiste sieht ein bisschen niedlicher aus. Da ist nicht ganz so viel drin, aber da kommt demnächst die Tage auch noch ein bisschen mehr dazu. Weil ich hatte ja gesagt, wir wollen ja was ausprobieren. Ja. Und hier in meiner Kiste mit dem Werkzeug, wo ich schon ein paar Häkelnadeln, da kommt jetzt, Achtung, es wird laut. Noch die anderen Häkelnadeln rein. Meine ganzen Aluminiumnadeln. Ja, damit ich mir da immer das Werkzeug raussuchen kann, was ich gerade brauche. Und das kriegt auch einen Deckel. Und dann kann das nämlich schön sortiert weggestellt werden und es kann sich immer die Kiste genommen werden, die man gerade braucht. Du bist ein Vielfraß. So, jetzt habe ich noch mal zum Schluss was anderes. Ich habe nämlich noch eine Bestellung gekriegt, die will ich euch auch noch ganz schnell zeigen. Meine Spreadshirt-Bestellung ist da. Ich habe ja noch einen anderen Shop jetzt, wo ich ja so Designs hochlade für Taschen oder T-Shirts oder was auch immer. Und ich habe mir das hier ausgesucht für einen Kornbeutel, den ich als Projektbeutel oder eben als, ich will den so als Beutel benutzen. Ist das ein Fleck oder ist das ein Fussel? Ist ein Fussel. Ja, und ich verlinke euch unten den Shop, mache ich glaube ich jedes Mal. Und wenn euch da was gefällt, ich habe auch mit Sprüchen und sowas mal ein paar Sachen gemacht und so sieht es dann aus, wenn das bestellt ankommt. Eins habe ich nochmal umgeändert im Shop. Ich hatte nämlich ganz oben hier diese Pins. Die hier, aber ich hatte die ganz kleinen Pins oben und die habe ich mir dann bestellt und die sind natürlich zu klein, ne? Da, so sehen die denn aus. Aber da kann man ja das Unikatis gar nicht so schön sehen. Das wollte ich ja eigentlich, dass man das sehen kann. Und eins von meinen KI-Mädels habe ich mal ausprobiert zu bestellen. Das sieht dann so aus. Also falls ihr euch für Projekttaschen oder irgendwas interessiert, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Ja. Oder ihr habt Wünsche, dann mache ich euch eine Bobbel und euren Wunschspruch auch fertig. Manchmal habe ich so Probleme beim Hochladen der Designs, da meckert Spreadshirt manchmal ein bisschen. Also Katrinchen Kirschblüte kann ich nicht hochladen, da haben sie irgendein Problem mit. Ja, und was auch ist, die Sticker, ich habe mir so Sticker auch noch bestellt. Die sind mega cool, also die gefallen mir auch richtig gut. Und die sind so durchsichtig, wenn ihr die abmacht, ne? Aber sie sind zu groß. Also ich wollte einen eigentlich, ich habe hier drei Stück. Ich habe hier einmal Häkelliebe mit Unikatis und eine Bobbel im Hintergrund von mir. Ist dieselbe Bobbel wie auf der Tasche. Ja. Und mir reicht es, ich gehe häkeln, habe ich mir geholt. Und einmal nur häkeln, was ich auch als Button hatte, also als Anstecker, ne?
Ja, die sind sehr groß. Ich wollte eigentlich, weil ich brauche einen neuen Sticker für mein Telefon. Ich hatte vorher das von diesem einen Spendenverein Strage. Also wo du Katzenfutter auch kaufen kannst und machst gleichzeitig was Gutes. Und da hatte ich diesen Sticker. Und das ist meine Mutter rettet Katzen oder sowas, rettet Miezen. Ja, aber das kann man ja auch nicht mehr lesen und das ist schon völlig fertig. Und dazu wollte ich eigentlich das mit so einem Sticker austauschen, aber passt nicht. Naja, gut. Auf jeden Fall habe ich jetzt drei so eine Sticker. Mal gucken, was ich damit mache. Ich habe es mal ausprobiert. Die kann man halt in keiner anderen Größe kaufen. Ich gucke nochmal bei Spreadshirt, ob es die nicht auch... Dann tue ich das höher im Shop, dass man die kleineren Sticker als erstes hat. Aber ansonsten hat man die. Und die sind von der Qualität her sehr cool. So viel zum Thema, weil ja alle mich fragen wegen Projektbeuteln oder eben dem Projektbeutel mit Unikatis, also mein Werbebeutel, ne? Den nur ich habe. Danke. Was hat der Osterhase dir getan? Da haben ganz viele nachgefragt, ob ich den nicht auch verkaufen könnte. Und wir wollen uns das hier nicht noch mehr vollstellen und noch mehr auf Lager haben. Deswegen habe ich mich jetzt für Spreadshirt entschieden und kann dann immer coole Designs machen und die hochladen. Und ihr könnt euch das aussuchen und zusammenbasteln, was ihr wollt, was euch am besten gefällt. Ja, und ich habe nicht hier eins oder drei verschiedene Dinger liegen. Und ja, so zurzeit macht es Spaß und ich entwickle immer neue Designs aus meinen Bobbeln oder aus den KI-Bildern oder was auch immer. Und lade die da hoch mit schönen Sprüchen. Ich finde es ganz cool. Und vielleicht freut sich der ein oder andere ja auch drüber, irgendwie so. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch heute gefallen. Ich freue mich über Däumchen, Kommentare und Abos. Und wenn ihr morgen wieder einschaltet, morgen wird es mal eine kleinere Folge geben. Ciao!